Wortgemeldet ist der Abgeordnete Obernosterer. Danke vielmals, Herr Präsident, Herr Vizekanzler, Herr Finanzminister, Frau Bundesministerin. Wir haben gehört, seit dem letzten Krieg sind wir nie mehr in so einer Situation gewesen. Und eins können Sie uns glauben, das ist uns allen bewusst, diese Verantwortung, die diese Regierung für die Menschen und was auch wir hier als Abgeordnete, die Verantwortung, die wir jetzt für alle draußen in Österreich haben, es ist uns bewusst. Wenn wir gehört haben von Herrn Finanzminister, dass letzten Montag auch im Budget selbst, wo dort die Welt gestanden ist und wo wir heute stehen, wissen wir genau, was sich in diesen, kannst sagen, 10 Tagen eigentlich abgewickelt hat. Und wenn wir uns das Krisenmanagement dieser Regierung anschauen und wenn man nur hört, was daheim die Leute reden, was die Nachbarn zu mir sagen oder wenn wir telefonieren oder wenn man über den Balkon umspricht, weil ich nach Wien gefahren bin vorgestern, wisst ihr, was die Nachbarn zu mir gesagt haben? Wir geben euch keine Ratschläge mit. Aber richte diese Regierung in Wien aus. Wir vertrauen ihnen. Vom Bundeskanzler angefangen zum Vizekanzler und zu das gesamte Regierungsteam und alles, was da zusammenhängt. Ich habe nur annähernd einen Einblick, was hier geleistet wird. Und ich sage ganz ehrlich dazu, nur von meinem Tal und von meinem Wahlkreis auch. Und ich glaube, ich spreche für viele andere auch. Ein recht, recht herzliches Dankeschön. Kein Mensch weiß, wie sich das jetzt wirklich in der Tiefe weiterentwickelt und was wirklich am Ende herauskommt. Aber die Regierung hat schneller nicht handeln können. Und wenn wir über die Grenzen hinausschauen, sehen Sie, dass andere Regierungen eigentlich erst in Verzögerung das machen, was die österreichische Bundesregierung hier macht. Und wenn wir jetzt das Hilfspaket, das eben zum Teil ist und später noch länger darüber diskutiert wird, mit diesen 38 Milliarden Euro, was ist jetzt einmal ganz das Wichtigste? Das Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten? Schauen, dass so viele wie möglich Leute in der Arbeit bleiben oder zumindest dort abgesichert sind und dass die Betriebe die Kraft haben, wenn das übertaucht ist, wieder durchzustarten. Und dafür sind 38 Milliarden Euro momentan zur Verfügung gestellt worden. Und wie wichtig das auch ist, dass man in guten Zeiten ein bisschen ordentlich haushaltet, zeigt, im Jahr 2015 bis zu heute hat die österreichische Bundesregierung gerechnet aufs BIP 15%. Eigentlich, wir sind jetzt bei 69% der Verschuldung, vorher waren wir bei 84%. Wenn wir schauen, was Italien vorgestern gemacht hat und was Deutschland gestern gemacht hat. Italien hat vorgestern 22 Milliarden Euro Hilfspaket auf den Tisch gelegt. Das ist 1% vom BIP in Italien. Deutschland hat gestern ein 40 Milliarden Hilfspaket beschlossen. Das ist circa 1% vom BIP von Deutschland. Und Österreich hat jetzt mit diesem 38 Millionen Paket plus die Milliardenpaket plus die 4 Milliarden dazu, das sind 10% des BIP. Und warum können wir das so schnell und so ordentlich machen, sage ich auch dazu, weil Österreich kreditwürdig ist und nach wie vor zu Top-Zinssätzen dazukommt. Und was das, diese Auswirkung für einen Betrieb und für die Mitarbeiter heißt, ich weiß, wovon ich spreche. Am Sonntag haben wir zugesperrt. Die Gesichter von den Mitarbeitern hätten sehen können. Dass man am Ende der Saison früher zusperrt, 4 Wochen früher zusperrt, das ist noch das Thema gewesen. Ich bin froh, wenn ich heute heimfahren kann und meinen Kindern und Unternehmern sagen kann, Leute, wir sperren planmäßig wieder am 15. auf und wir können den Mitarbeitern garantieren, dass wir sie einstellen, über die Zeitarbeit oder irgendwas anderes, dass sie ihre Sicherheit haben.
Und die Betriebe müssen die Sicherheit haben, dass sie die möglichen Mittel zur Verfügung haben, dass sie wieder normal weiterarbeiten können. Und an denen arbeitet die Bundesregierung. Und meine Damen und Herren auf der Regierungsbank, ich danke euch für eure Arbeit und ich wünsche, dass wir alle gesund bleiben und seien wir dieser Aufgabe uns bewusst. Alles Gute und viel Gesundheit.